Guido Falcone, ein netter Junge aus Montepaccio. Guido liebt Autos, Cowboystiefel und amerikanische Western. Wie ein Cowboy sich bewegt, hat er von Wayne gelernt. Aber ein bisschen plötzlich. Und so ein Ding zu fahren von Steve McQueen. Er ist jung, arm, aber glücklich. Eines Tages stirbt sein Onkel und hinterlässt ihm $1 Billion. Yippie, ich fahre nach Amerika. Die Sache hat allerdings einen klitzekleinen Haken. Sie müssen unter allen Umständen bis zum 12. April, 12 Uhr mittags, in San Francisco eintreten und unterschreiben. Sonst sind Sie Ihr Geld los. 20th Century Fox zeigt Mr. Billion mit Terence Hill in der Hauptrolle. Der Star außer Rand und Band in seinem neuesten amerikanischen Film. Sehr erfreut, Rosie. Ich hätte Lust mit Ihnen. Ich muss sehr bitten, Mr. Falcone. Ich hätte Lust, mit Ihnen bis San Francisco zu fahren. Valerie Perrine als Rosie Jones. Sie versucht, Terence Hill nicht nur um den Verstand, sondern auch um die Erbschaft zu bringen. Denken Sie, dass Sie ihn dazu bringen können? Für den genannten Betrag, Mr. Cutler, kann ich ihn dazu bringen, alles zu tun. Stattdessen bringt er Sie dazu... Naja, Sie sehen ja. Jackie Gleason als John Cutler. Immer ein Lächeln unter der Nase, eine Nelke im Knopfloch. Hallo, Guido, mein Junge. Aber den Dolch in der Tasche. Wir haben Rosie. Sie müssen sich entscheiden. Das Geld oder für das Mädchen? Es erwarten Sie 7000 Meilen Spannung. Rosi! Action! Und immer wieder etwas Prickelndes. Jo! Kommen Sie mit auf die verrückteste Jagd der Welt um den halben Erdball und um die heile Haut. Einer Jagd nach $1 Billion, die einen netten Jungen aus Europa von einer Gefahr in die andere stürzt. Das Leben ist lebenswert, verdammt nochmal. Darauf trinke ich jetzt ein. Das brauchen Sie nicht, denn Mr. Billion bringt Sie mehr als ein Drink in Stimmung. Mr. Billion.